dieser Peaks. Er könnte in Hessen noch vor Weihnachten Realität werden. Früher als gedacht, nämlich schon Anfang kommender Woche, soll der Corona-Impfstoff zugelassen werden. Und damit hallo bei diesem Hessen-Extra vor dem Lockdown. Aber das Impfen hilft uns nicht sofort. Bis genug Menschen geimpft sind, wird es laut Experten wahrscheinlich ein Jahr dauern. Und deswegen heißt es erstmal hallo, zweiter Lockdown. Ab morgen macht Hessen so gut wie dicht. Heute war der letzte Tag, um in der Stadt Geschenke zu shoppen. Und wir haben geguckt, was in Kassel los war. Tierisch was los. Eng gedrängt, kein Abstand, keine Masken. So hätte man den letzten Einkaufstag vor Weihnachten erwartet. In der Kasseler Innenstadt hält sich aber der Andrang in Grenzen. Selten, dass sich mal vor einem Geschäft Schlangen bilden. Geschenke kaufen heute hatten sich viele wohl überlegt. Heute ging's. Also man kommt, wenn man losgeht halt, wenn man gleich Fußballzeiten losgeht. Jetzt wird es etwas kritischer, da wird es überall voll, aber da meide ich auch die Läden dann halt. Ziemlich ruhig, das stimmt. Wir waren schon um 8:30 hier, ja. Sind schon fast fertig. Anziehsachen, ja, Bücher. Morgen gibt's nichts mehr, nur Internet, Online-Bestellung. Mhm. Und wir möchten auch was, dass die Leute, die welche verkaufen, die Läden haben, auch was verdienen. Ne? Ich bin ganz gut durchgekommen. Aber halt, weil ich gezielt jetzt einkaufen war, nicht irgendwas gesucht habe. Ich möchte auch nur 2-3 Teile besorgen und dann auch schnell wieder weg. Also, statt Shopping waren heute schon stille Nacht? Nein. So ist es dann doch nicht. Das Haus der Geschenke etwa ist gut besucht. Auch wenn auf 200 Quadratmetern Ladenfläche sich gerade mal 16 Kunden zeitgleich tummeln dürfen. Naja, also ich sag mal, Weihnachtsgeschäft ist immer stressig, aber es ist schon extrem heute. Also ne, deshalb, wir müssen auch gucken, dass wir einfach nicht zu viele Leute im Laden haben hier. Und ja, aber es sind alle Kunden sind nett und es lässt sich gut wegarbeiten. Wir kriegen das in den Griff. Es ist die letzte Einkaufschance. Christa Seidenstücker hofft darauf, fündig zu werden. Wir sind gerade losgezogen, weil wir gemerkt haben, wir haben überhaupt keine Kerzenhalter für den Weihnachtsbaum. Wir haben sonst immer bei meinen Eltern gefeiert und das fällt ja nun dieses Jahr aus. Und von daher, also wir haben nicht viel zu brauchen, aber es ist jetzt schon so ein bisschen Stress, ob man das überhaupt noch kriegt und was man macht, wenn das nicht mehr klappen sollte. Ja. Weihnachtsdeko, Geschenke. Tobias Mand, Inhaber in dritter Generation, weiß immer Rat. Zwar kann er in diesem Jahr vor Weihnachten deutlich weniger Kunden begrüßen, doch allein am vergangenen Abend und in der Nacht hatte er 700 Käufer. Online. Seit 2011 hat er dieses Geschäft aufgebaut und es seit dem ersten Lockdown massiv vorangetrieben. In der jetzigen besonderen Situation ist es so, dass wir aktuell die letzten Tage 80% online machen und 20% im Laden. Die Damen, die verkaufen, können auch verpacken und wir können auch wechseln, aber wir sind jetzt wirklich an unserer Kapazitätsgrenze. Um das zu bewältigen. Aber es sieht gut aus, dass wir das alles schaffen. Heute, erst einmal, muss das geschafft werden. Müssen all diese Pakete, die Bestellungen, eines Tages noch raus. In den kommenden Tagen wird das so weitergehen. Und wer in und um Kassel bei ihm bestellt hat, bekommt die letzten Weihnachtsgeschenke auch noch persönlich ausgeliefert. Bis einen Tag vor Heiligabend. Droht jetzt eine Pleitewelle? Darüber spreche ich mit Lukas Flöter, einer der führenden Insolvenzverwalter Deutschlands, der zum Beispiel auch die Condor in der Corona-Krise beraten hat. Herr Flöter, der Einzelhandel ohne Weihnachtsgeschäft, welche Läden werden es nicht schaffen? Ich denke, es droht eine Pleitewelle. Es ist für den Einzelhandel ja der Super-GAU eigentlich. Bereits vor Corona stand der Einzelhandel erheblich unter Druck. Stichwort Amazonisierung. Filialketten standen unter enormem Druck, kleinere Einzelhändler. Und jetzt wirkt die Corona nicht nur wie ein Brennglas, das berühmte Brennglas, sondern jetzt brechen auch noch durch die Zwangsschließungen die wichtigsten beiden Wochen des Jahres weg. Und das wird, denke ich, einigen tatsächlich den Kopf kosten. Ich habe gelesen, dass Sie von einer Zombifizierung der Wirtschaft durch Corona sprechen. Was heißt das denn? Ja, man hat versucht, und die Entscheidung war grundsätzlich auch richtig und wichtig, zu verhindern, dass eine Pleitewelle entsteht, bereits jetzt im vergangenen Corona-Jahr. Und man hat da auf zwei Dinge zurückgegriffen. Erstens, man hat viel Geld
in den Markt geworfen, hat versucht, mit Rettungspaketen die Unternehmen zu retten, richtig. Und man hat zweitens die sogenannten Insolvenzantragspflichten, also die Pflicht, die Insolvenz anzumelden, wenn man zahlungsunfähig oder überschuldet wird, die hat man ausgesetzt. Und damit sind im Markt plötzlich Unternehmen weiter aktiv, die eigentlich unter normalen Umständen hätten vom Markt genommen werden müssen. Und diese Unternehmen schaden natürlich letztlich erstens dem Wettbewerb und zweitens ist diese Aussetzung der Antragspflichten verhindert Vertrauen am Markt, weil ich gar nicht mehr weiß, ist mein Gegenüber überhaupt noch zahlungsfähig oder nicht. Auch das führt zu Verzerrungen. Deswegen war jetzt höchste Eisenbahn, dass diese Antragspflichten wieder scharf geschaltet werden und die Zahlungsunfähigkeit, die ist bereits seit dem 1. Oktober wieder ein Antragsgrund und ab 1. Januar ist das grundsätzlich wahrscheinlich auch wieder die Überschuldung. Aktuell überlegt man, ob man das vielleicht noch mal für einen Monat verlängert und zwar für die Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten kommen, weil die November- und Dezemberhilfen so spät ausgezahlt werden können. Sehr gebeutelt sind ja auch die Reiseunternehmen. Wenn die Situation sich da jetzt nicht in naher Zukunft ändert, wie sehen Sie die Zukunft dieser Branche? Ja, die gehört natürlich zu den absolut betroffenen Branchen. Da hat es nicht nur einen durch diesen exogenen Schock, der ja dadurch die Corona eingetreten ist, zu massiven Umsatzeinbrüchen geführt, sondern es ist zu befürchten, dass man auch nicht wieder nach der Corona-Pandemie an die alten Zeiten anknüpfen kann. Alle gehen davon aus, dass der ganze Geschäftsfelder möglicherweise wegbrechen, sodass das auch ein nachhaltiger Schaden ist. Da hat Corona tatsächlich in den Bilanzen wahrscheinlich solche Krater hinterlassen, die nicht so schnell wieder beseitigt werden können. Die Pilotengewerkschaft Cockpit versucht jetzt Massenentlassungen zu verhindern, indem sie anbietet, dass viele Piloten in Teilzeit gehen. Kann es sein, dass sowas auch anderen Branchen droht? Ja, also auf Umsatzeinbrüche muss ich reagieren als guter Unternehmer und natürlich muss ich mit Kostenreduzierungen reagieren. Dazu gehören eben leider dann auch manchmal Personalanpassungsmaßnahmen. Dankeschön, Lukas Flütter. Vielen Dank. Ja, das sind also wirklich harte Zeiten für viele Menschen und gerade da muss es möglich sein, an Weihnachten in die Kirche zu gehen, sagen die einen. Christmette in Corona-Zeiten absolut unverantwortlich, sagen die anderen. Die Kirchen sind ja vom Lockdown ausgenommen und morgen beraten sie sich mit der Landesregierung, wie die Gottesdienste an Weihnachten aussehen könnten. Darüber spreche ich gleich mit Kirchenpräsident Jung. Vorher gucken wir aber, wie es den Pfarrern und den Gemeindemitgliedern mit der Situation geht. Hier soll man sitzen dürfen, auch an Weihnachten. Pfarrer Jochen Spengler aus Dreieich-Buchschlag hat sich an leere Kirchenbänke, fehlenden Kirchengesang und den Blick in Gesichter mit Maske beim Gottesdienst gewöhnt, schweren Herzens. Die Frage aber, ob es an den Feiertagen Gottesdienst gibt, haben er und der Kirchenvorstand sich nicht leicht gemacht. Inhaltlich begründet ist das für mich dadurch, dass ich gerne einigen Menschen wirklich den Heiligabend erleichtern möchte durch das Gottesdienstangebot. Ich habe Gemeindeglieder, die einen Todesfall in der Familie hatten und da dachte ich, für die wird der Heiligabend an sich schwer. Wenn sie aber dann hier ein Gottesdienstangebot haben, dann ist das vielleicht schön und hilfreich für sie. Die Gottesdienstbesucher, die an Weihnachten kommen wollen, müssen sich hier in Listen eintragen. In normalen Jahren kommen etwa 1300 Menschen zu den insgesamt 4 Gottesdiensten an Heiligabend. Dieses Jahr werden es wohl nur etwa 200 sein. Dennoch, die Vorstellung, zu einem Superspreader-Event zu werden, lauert immer im Hinterkopf und die Verantwortung lastet auf den Schultern des Pfarrers. Wir haben es ja bis jetzt so gehabt in Hessen-Nassau, außer für ein paar Wochen im Frühjahr, dass das immer den Gemeinden überlassen geblieben ist, ob sie digitale Angebote machen oder eben Live-Gottesdienste. Und jetzt gerade auch in der Situation mit den immer höher werdenden Zahlen der traurig hohen Anzahl von Todesfällen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wäre schon so ein Machtwort der Kirchenleitung, es wird so gemacht oder so, würde mich aus dem Nachdenken ein bisschen rausholen. Ein paar Orte weiter in Egelsbach bleibt die Kirche an Heiligabend zu. In Pfarrer Martin Diels Gemeinde werden gerade Briefe verschickt mit Gesangsheftchen, Wunderkerzen und einer genauen Beschreibung, wie man den Weihnachtsgottesdienst der Gemeinde im Internet findet.
Natürlich haben wir erst überlegt, geht es auf dem Sportplatz, geht es im Wald, geht es auf dem Kirchplatz. Aber dann haben wir schon sehr früh im Oktober gesagt, das wird alles nicht gehen und haben gesagt, wir machen richtig einen schönen Gottesdienst, den wir aufzeichnen und den wir dann auf YouTube ins Netz stellen. Und da haben die Leute mehr davon. Orgelmusik, Krippenspiel, gemeinsames Beten und Singen, jetzt alles digital und alleine. Ich bin kein Computerfreak, muss ich sagen. Also, da würde ich dann eher mich aufs Fernsehen verlassen. Vielleicht gibt es da auch was. Also ich bin für keine Öffnung der Kirchen. Wenn zu ist, dann soll es überall so sein. Auch die beiden Bistümer in Hessen bieten viele verschiedene Formen von Kirche im Netz an, setzen aber, wo es irgend geht, auf Präsenzgottesdienste. Wir hatten ja diese massive Einschränkung der Religionsfreiheit an Ostern. Ostern ohne öffentliche Gottesdienste. Und wir haben Rückmeldungen zu Tausenden bekommen, wie schwer das den Menschen auch gefallen ist. Und Weihnachten ist ja für ganz viele, auch gerade nach dieser schweren Krise, ein Ankerpunkt auch, ja, ein Hoffnungszeichen. Wie viel Nähe geht an Weihnachten zu Corona-Zeiten? Wird diese Frage noch einheitlich entschieden werden? Genau darüber wird die hessische Landesregierung mit den Kirchen morgen beraten. Volker Jung, der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, wird dabei sein und er ist jetzt bei mir im Studio. Wird es eine einheitliche Regelung für ganz Hessen geben? Die Grundsätze bleiben einheitlich und es ist sicher klar, dass es möglich ist, Gottesdienste zu feiern, Präsenzgottesdienste zu feiern. Das wird, glaube ich, nicht in Frage gestellt. Es wird darum gehen, wie das jetzt im Einzelnen ausgestaltet wird. Es geht darum, gemeinsam die Situation zu bewerten, die sich verschärft hat und die sich vielleicht auch bis Weihnachten noch mal verschärfen wird. Gottesdienste brauchen strenge Hygienemaßnahmen, Masken, Abstand, Registrierung der Teilnehmenden. Das ist völlig klar, kein Gemeindegesang, das steht auch fest. Man wird darüber reden müssen, was heißt das für Gottesdienste im Freien. Das sollen auf gar keinen Fall Großveranstaltungen werden. Können da alle Maßnahmen gewährleistet werden? Das werden die Fragen sein, über die wir sicher morgen mit dem Ministerpräsidenten auch reden. Und ob es dann gegebenenfalls auch noch Nachschärfungen braucht, darüber werden wir uns sicher in dieser gemeinsamen Runde uns verständigen. Kommt diese gemeinsame Runde jetzt nicht ein bisschen spät? Weil ich sag mal, dass es in den Kirchen an Heiligabend sehr, sehr voll wird, das weiß man lange. Und dass es Corona gibt, weiß man auch schon sehr lange. Wir haben uns ja auch schon darauf vorbereitet. Es ist auch klar, es wird kein Weihnachten geben wie vorher. Weihnachten war übrigens nie einfach. Das fängt schon in der Weihnachtsgeschichte an. Es geht immer auch um schwierige Umstände. Das werden wir in diesem Jahr noch mal ganz besonders spüren. Und jetzt darum zu ringen, was heißt das auch für die Gottesdienste? Das ist ein Weg, den wir schon länger gehen. Und wir haben auch in dieser Situation ja erfahren müssen, dass der Lockdown bisher nicht das gebracht hat, was wir uns eigentlich erhofft hatten, sodass wir deutlich reduziert haben und bereits uns auf Weihnachten auch vorbereitet haben. Der eine Pfarrer eben im Beitrag, der wünscht sich ja ein Machtwort von der Kirchenleitung, weil er das nicht auf den Schultern haben will, diese Entscheidung, mache ich jetzt einen Gottesdienst, wird dieser Gottesdienst vielleicht zu einem Superspreader-Event? Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, aus Nächstenliebe einfach zu sagen, dieses Jahr fallen die Gottesdienste einfach aus? Niemand will Menschenleben gefährden. Und wir haben ja bisher auch immer die Linie vertreten, dass Nächstenliebe für uns da außerordentlich wichtig ist, auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Und deshalb wird es sicher auch die Möglichkeit geben, in bestimmten Gemeinden zu sagen, wir feiern keine Gottesdienste, weil es entweder besondere Inzidenzwerte gibt in der Kommune, in der Region oder weil die örtlichen Verhältnisse es nicht hergeben, alle Maßnahmen wirklich gewährleisten zu können. Da haben die Gemeinden auch alle Freiheit zu sagen, wir feiern keinen Gottesdienst. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Gottesdienst ein Akt der Nächstenliebe. Es kam in dem Beitrag deutlich heraus, es gibt Menschen, die darauf warten. Für die wäre es jetzt außerordentlich schwer, gerade jetzt keinen Gottesdienst feiern zu können. Auch das muss man mit in die Überlegungen einbeziehen. In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist es so geregelt, dass die Verantwortung für die Gottesdienste bei der Gemeinde vor Ort liegt. Wir werden als Kirchenleitung das unterstützen. Wir werden versuchen, klare Linien noch mal auch in dieser Woche herauszugeben. Wir tragen die Entscheidungen der Gemeinden mit, ob sie Gottesdienste feiern oder ob sie auch sagen, wir feiern in diesem Jahr keine Präsenzgottesdienste, sondern machen etwa digitale Angebote.
Wie wollen Sie denn die Menschen erreichen, die jetzt zum Beispiel eben sehr einsam sind, die auch sagen, nee, ich gehe nicht in den Gottesdienst, weil das ist mir zu gefährlich, die aber auch nicht unbedingt jetzt so internetaffin sind. Wie wollen Sie denn diesen Menschen Halt geben? Das ist ja auch Ihre Aufgabe. So wie meine 86-jährige Mutter auch erreicht wird. Die wird vorm Fernseher sitzen und wird den Fernsehgottesdienst schauen. Das macht sie in der Regel jeden Sonntag. Und das geht vielen Menschen so, dass sie auch diese medialen Angebote nutzen in Rundfunk und Fernsehen. Die werden wir noch mal besonders bekannt machen. Und darüber hinaus gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Manche Gemeinden haben bereits jetzt in ihre Gemeindebriefe kleine Liturgien beigelegt, wie man zu Hause einen Gottesdienst feiern kann, haben auf ihre digitalen Angebote aufmerksam gemacht, sind unterwegs, verteilen auch noch mal schriftlich Predigten. All das wird sicher Weihnachten zu Weihnachten machen, anders und vielleicht dann sogar ein bisschen näher am Stall in Bethlehem. Vielen Dank, Kirchenpräsident Volker Jung. Mach doch mal Betriebsferien. Ganz so flapsig hat es die Politik nicht gesagt, aber im Endeffekt war das die Botschaft an die Unternehmen, möglichst bis ins neue Jahr zumachen oder wenigstens Homeoffice anbieten. Wir haben bei hessischen Unternehmen nachgefragt und ganz so einfach ist es nicht. Schutzmasken. Schon immer Alltag in der Ventilproduktion bei Samson in Frankfurt. Doch in der Pandemie erreicht der Schutz der Mitarbeiter eine neue Dimension. Konzernchef Andreas Wiedel beobachtet mit Sorge, wie die Einschläge in der zweiten Welle immer näher kommen. Corona hat noch mal massiv an Bedeutung gewonnen. Wir haben in den letzten 2 Wochen so viele Infektionsfälle gehabt wie über das gesamte Jahr. Genau deshalb heißt es in dem Bund-Länder-Beschluss zum harten Lockdown vom vergangenen Sonntag: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob die Betriebsstätten entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 16. Dezember 20 bis 10. Januar 21 geschlossen werden können, um bundesweit den Grundsatz "Wir bleiben zu Hause" umsetzen zu können. Eine verwaiste Konzernzentrale, leere Büros. Bei Samson ist mobiles Arbeiten schon längst Alltag. So sitzen Mitarbeiter wie Kevin Haig am heimischen Schreibtisch. Für 1.450 der 2.000 Samson-Mitarbeiter ist das inzwischen möglich. Doch die Monteure müssen nun mal in der Werkshalle sein. Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit, Betriebsferien und damit de facto Urlaubszwang für alle. Bei uns, bei Samson, sind wir derzeit in Abstimmung mit unserem Betriebsrat, wie wir das umsetzen können. Wir halten es für die beste Möglichkeit, dass jetzt der Urlaub genommen wird, denn wir gehen fest davon aus, dass im zweiten Halbjahr 2021 die Konjunktur wieder anzieht. Und dann brauchen wir alle Mitarbeiter im Werk, um Umsätze und Auftragseingang zu jagen. Andere Unternehmen haben aber ausgerechnet jetzt eine Auftragsspitze. Oder Mitarbeiter haben in diesem Jahr schon allen Urlaub verbraucht oder fürs nächste Jahr schon verplant. Und Kirsten Schuder-Steinmüller, Vizepräsidentin der Hessischen Industrie- und Handelskammer, sieht noch ein Hindernis, so auf die Schnelle mal die Betriebsferien zu verlängern. Häufig werden Produkte in Deutschland von vielen Zulieferern just in time zu einem großen Produkt zusammengefügt. Und wenn wir jetzt schon die Zeit zwischen den Jahren die Betriebe schließen, was in vielen Fällen der Fall ist, halte ich weitere 5 Tage im kommenden Jahr für nicht durchführbar. Längere Betriebsferien, das ist von der Politik nur eine dringende Bitte, aber keine Pflicht. So eine Zwangsschließung war vor wenigen Tagen sogar im Gespräch. Also ich bin erstmal froh, dass die Politik Empfehlungen gibt und sich nicht direkt einmischt. Solche Vorgaben, Zwänge von außen sind nie zielführend. Aber die Zeit drängt überall. Alle Beschäftigten wollen ja noch vor Weihnachten wissen, wann ihr Urlaub im neuen Jahr endet. Ja, in wenigen Stunden gilt da dann der neue Lockdown und wir sind gespannt, ob es dann wieder so aussehen wird wie hier in Frankfurt beim ersten Lockdown. Im hr-Fernsehen gibt es jetzt Corona-freies Programm, kann ja auch mal ganz gut tun. Also viel Spaß bei Erlebnis Hessen, da geht es um die Dampflok-Retter des Hessen-Kurier. Schönen Abend.